ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, sitze ich hier mit Jule Herrmann. Sie spielt die Wendy in dem Film Wendy. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem Interview an, ohne euch lange auf die Folter zu spannen. Also legen wir mal los. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Freut mich sehr. Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, du wohnst ja in Berlin und die Dreharbeiten fanden auf dem Hof Asperschlag in Bergheim statt. Genau. Wie lange warst du denn insgesamt von zu Hause weg? Der Dreh insgesamt ging 2 Monate und davon waren ein paar Wochen in den Ferien und ein paar Wochen in der Schulzeit. Also es waren in der Schulzeit fehlte ich 3 Wochen ungefähr. Okay, dann hast du mir auch sozusagen schon eine Frage beantwortet, die ich jetzt gehabt hätte, wie lange du in der Schule gefehlt hast. Das war ja dann eine recht überschaubare Zeit. Ja. Hat dich jemand auf den Dreharbeiten begleitet oder warst du da immer komplett alleine? Also es kam immer mein Papa, meine Mama oder meine Oma kam immer mit. Also ich war nie allein. Okay, ja, das ist eigentlich auch schon mal schön, wenn man immer jemand dabei hat, dem man vertraut ist. Schön, ja. Das Filmpferd Larimar war ja fremd für dich. Wie lange hat es gedauert, bis ihr so zusammengefunden habt? Eigentlich ging das schon, es war natürlich am Anfang, waren wir noch ein bisschen so vorsichtig, so wie tickt er, wie tickt sie. Mhm. Und aber ich habe ihn schon so auf den ersten Blick, habe ich ihn schon gemocht, weil er sieht auch richtig schön aus. Er ist ein total spezielles Pferd und er ist auch total süß. Also wir haben uns sehr gut verstanden. Bist du während der Dreharbeiten mal von Larimar runtergefallen? Nee, dazu ist es nicht gekommen, weil ich auch nie irgendwie Galopp, aus Sicherheitsgründen nie Galopp reiten durfte. Mhm. Und das hatten dann freundlicherweise Doubles für mich gemacht. Okay. War die Besitzerin von Larimar denn immer mit am Set? Ja, sie war immer bei Larimar dabei. Wo Larimar war, war auch sie, weil sie hat sich total lieb um uns beide auch gekümmert, hat mir auch erklärt, wie er so tickt und so. Und ja, die war immer dabei. Ja, das ist ja, denke ich mal, auch hilfreich, wenn jemand, der das Pferd schon so lange kennt, einfach dabei ist. Mhm. Ja, die Dreharbeiten mit so Tieren sind ja bestimmt nicht immer einfach. Gab es denn sehr viele Pannen am Set? Naja, nicht ganz so viele, aber Tiere sind halt Tiere und man weiß nicht, was sie als nächstes machen. Und manchmal machen sie so witzige Sachen, dass man einfach denkt, ja, cool, machen wir einfach mal. Ja. Und Larimar hat manchmal einmal im Dreh gepupst. Ja gut, das sind Tiere, wie du schon gesagt hast. Ja, genau. Und die müssen halt auch manchmal. Ja, richtig. Und es gab ja auch ein Schwein Eberhard. Und der war auch sehr witzig. Ich durfte den in den Pausen immer Joghurt geben. Süß. Ja, also, okay. Also es gab auf jeden Fall ein paar lustige Pannen, aber nichts passiert, sondern eher im lustigen Sinn. Ja, okay. Genau. Mal abgesehen von den Pannen, was war denn so dein schönstes Erlebnis während den Dreharbeiten? Da wo die Szenen, wo Wendy mit Dixie allein auf der Wiese spielt und einfach schmust und dass sie sich ganz nah sind und das waren so meine Lieblingsszenen. Okay. Würdest du dir selbst auch ein Pferd kaufen oder reicht dafür deine Leidenschaft zum Reiten oder zu den Pferden nicht? Ich glaube, ich meine, es hat, die Leidenschaft hat, glaube ich, hat nichts damit zu tun, dass man sich kein Pferd kaufen möchte. Weil es gibt ganz viele Leute, die reiten super gerne, die kennen das ewig, haben trotzdem kein eigenes Pferd. Mhm. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, aber das bedeutet ja auch Verantwortung, wenn man sich so ein Pferd kaufen möchte. Klar. Und ich glaube, das wäre noch nicht so für mich. Also ich möchte erstmal noch mal ein bisschen mehr so mit Pferden mich auseinandersetzen. Tue ich ja jetzt im Moment auch. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Einstellung. Sehr erwachsen auf jeden Fall schon. Was ist denn so dein nächstes Projekt? Gibt es denn schon irgendwas, was so ansteht? Also im Moment ist in dem Sinne nichts geplant und ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Da muss man sich immer ein bisschen überraschen lassen. Klar. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ist es Schauspielern so für die Zukunft auch dein Berufswunsch oder lässt du das so auf dich zukommen und sagst, du weißt es eigentlich noch gar nicht so genau? Also im Moment ist es schon mein Traumberuf und vielleicht wird er das auch noch bleiben. Das weiß ich ja nie. Ich habe ja auch noch Zeit. Auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich erstmal mein Abi machen und dann sehen wir weiter. Aber im Moment ist es immer noch mein Traumberuf. Das hört sich doch sehr, sehr schön an. Ich wünsche dir auf jeden Fall auf deinem weiteren Lebens- und Berufsweg alles, alles Gute. Bedanke Dankeschön. Mich ganz, ganz herzlich für das nette Interview. Sehr gerne. Und ja, vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder. Ja. So, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank an die Jule. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.